Servus, Streichis! Hör auf, da gibt's ja nichts. Der Marius und ich sind heute hier bei meiner Oma, bei unserer Oma. Aber wir sind in einer Holzhütte versteckt, weil es so windig ist. Wir sind in der Neustadt an einem See. Wir werden euch jetzt ein bisschen rumführen in einer neuen Ausgabe von My Hoods. Meine Hoods. Aber ja. Gut, Marius. Was zeigen wir Ihnen als erstes? Den größten See neben unserem Haus. Den größten See der Welt, Marius. Entschuldigung. Das Chillige ist, du kannst direkt vom Garten aus in den See runtergehen. Und ja, genau. Außer du stolperst. Außer du stolperst natürlich. Hier seht ihr jetzt mich, wie ich da ganz stylisch runtergehe. Boah, schaut euch den Schwenk an. Ach, ziemlich cool. Diese Aufnahme. Genau. Und jetzt noch ein paar Beauty-Shots vom See selber. Das nächste Verrückte ist, dass es hier am See gibt es einfach noch Dinosaurier, oder? Hey! Ja, es vor allem einen sehr, sehr gruseligen. Es ist ein sehr großer Raptor. Ja. Er hat eine graue Haut und früher ist er da gelegen und sie haben ihn ausgestopft. Ja. Fast nichts davon ist richtig, aber wir haben wirklich einen Raptor geschenkt bekommen mal. Schauen wir uns an. Hier in der Nachbarschaft gab es früher immer Pfaus. Pfaus? Pfauen? Pfau. Pfau? Nein, warte. Ein Pfau, zwei Pfau? Nein. Zwei Pfaue. 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 Was auch immer. Und die haben immer das urnervige Geräusch gemacht. Marius, kannst du das nachmachen? Nein. Ja, ah, warte. Das war's. Na, warte. Nein, warte. Warte, wie? Ja, nur eine kleine Side-Story, während wir zum Raptor gehen. In der Bucht, wo wir uns gerade befinden, wird ab und zu eine wilde Bergziege gesehen. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Nee. Ich glaube, wir kommen näher. Hörst du das? Ja. Moment. Was ist das? Holy! Ja! Sag's ihm! Er hat mich gefangen! Er hat mich gefangen! Hey Niki, wie findest du das Video eigentlich bis jetzt? Ganz interessant, oder? Man lernt ein bisschen was über mich. Du bist da, meine Familie wird gezeigt. Das ist ehrlich gesagt das Video. Wir müssten da ein bisschen mehr Action einfügen. Okay, und an was hast du gedacht? Wo ein See ist, ist meistens noch ein See und noch ein See. Wir haben hier nicht nur einen See, wir haben zwei Seen. Drei Seen. Drei Seen. Und da waren wir auch ab und zu, wie wir kleiner waren. Jetzt nicht mehr so oft. Let's go! Komm, mach her. Wir sind jetzt gerade am Weg zum Anemonensee, nur sind wir gerade hier. Im Nirgendwo. Im Nirgendwo. Der Marius meint, wir sind noch richtig. Normalerweise war hier ein fetter, breiter Weg, aber da stehen jetzt Häuser und jetzt muss man einen Umweg finden. Ha! Sehen wir jetzt nicht. Ah! Den kenne ich. Den Weg kenne ich. Das Coole am Anemonensee, also der Grund, warum wir öfter hergekommen sind, ist dieses Gerät hier. Wunderschön. Okay, wir sind jetzt gleich am Achtersee. Der Weg ist trotzdem lang, kurze Energiepump. Wir schaffen das. Der Marius meint, er war noch nie hier. Ich bezeichne ihn als Lügner. Und ich dich als ziemlich coolen Typen, der ein Riesenvorbild für mich ist. Das ist der Achtersee. Aber worauf sind wir drauf gekommen gerade? Es gibt noch einen See. Hier. Aber wir haben keine Ahnung, wie der heißt.
Deswegen müssen wir jetzt die Oma... Gut, das ist ein privater See, wir wissen den Namen nicht. Wie viele Minuten, glaubst du, haben wir schon? Ich schätze 7? Nein, 5. Ist nicht genug hier auf jeden Fall. Lange Videos machen ist echt schwer. Was können wir noch machen? Schauen wir mal, wir finden sicher was. Ich suche. Hörst du das auch? Hast du was gefunden? Ja! Was? Ein Blatt. Oh. Ja, 10 Sekunden mehr! Ja! Was haben wir noch immer gemacht in unserer Kindheit? Ich weiß schon! Oh yeah! Damit kann man Spaß haben! Brüderlein! Ich fordere dich zu einem Duell! Buschkriecher, spielen wir eine Runde Beachball? Beachball. Weißt du, ob das Beachball bedeutet? Wie hart ballst du denn wirklich? Super, super Mund weg, aber nichts dahinter. Spielen wir doch mal eine Runde. Round 1. Super, super Mund weg, nichts dahinter, kann ich spielen. Was soll man machen? Robin! Oh! Ha! Ja. Eine Schulter aus Stahl. Wow. Ah, ja. Der Gewinner steht fest. Es war keine Frage wer, es war eine Frage von wann. Mir ist gerade beim Durchschauen des schon gefilmten auffallen, dass ich noch gar nicht wirklich erklärt habe, warum ich jetzt überhaupt das meine Hoods bezeichne. Ich meine, ja, meine Oma wohnt da. Ich habe immer im Sommer vor allem sehr viel Zeit verbracht. Als Kind vor allem war ich meistens eine Woche oder so im Sommer da, schwimmen. Wir feiern auch sehr viele Familienfeste hier. Und deswegen wage ich es, es als meine Hut zu bezeichnen. Ich erinnere mich daran, wie wir hier im Sommer immer in der Früh Toast mit selbstgemachter Marillenmarmelade, danach den ganzen Tag schwimmen und dann am Abend pokern oder einen Film anschauen. Ab und zu Wii spielen. Good times. Come back. Wir haben sogar einmal hier im Garten eine Leinwand aufgebaut und haben ein Freiluftkino gemacht. Zeit vergeht im Flug. Ich mag den Flug nicht. Ich mag auch nicht, dass die Zeit vergeht. Was redest du? Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Danke, Marius. Warst mal wieder eine gute Hilfe und ein super Souvenir-Ersatz, oder? Den wollt ihr nicht mitnehmen nach dem letzten Video. Ein bisschen komisch. Er ist ein bisschen Kamerascheu. Ihr kennt den Drill. Wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, wäre cool. Da kann ich mir besseres Equipment kaufen und der Marius vielleicht ein Stirnband. Und am meisten freuen wir uns, wenn ihr das Video teilt. Denn Sharing ist Caring. Teilen ist sich kümmern. Es motiviert ihn. Es motiviert mich wirklich. Tut's was für ihn. Na gut, wenn du frech bist, sperren wir dich in die Kiste. Hallo, hier kommt ihr zum letzten Video. Hier könnt ihr unserer Gang beitreten. Und hier ist ein anderes Video.